Liebe Freunde, willkommen zurück. So, ich habe ja schon mal die ganzen Buffs gewirkt. Ihr seht das hier im Log. Da könnt ihr das nachvollziehen. Und wir schauen auch noch mal ins Questbuch, was Linz jetzt zu unserem aktuellen Auftrag protokolliert hat. Pakt mit dem Teufel, da geht es um die Höllenritter. Und wir sind hier in Brynhard bereits angekommen. Unsere alten Freunde Darwin und Lynxia gehen sich wieder gegenseitig an die Gurgel und diesmal scheint es ziemlich ernst zu sein. Wir müssen in Darwins Stadt reisen, um die Sache zu klären, dafür zu sorgen, dass alle bekommen, was sie verdienen. Ja, und wir sind eigentlich auf keiner der beiden Seiten, also wir mögen die beiden nicht. Elras mag die beiden nicht. Darwin hat irgendwie nur einen Pakt mit einem Teufel geschlossen und Lynxia möchte den zwar hier entsprechend ausschalten. Was ja an sich gut ist, aber die Art und Weise gefällt Elras gar nicht. Er hat zum Beispiel seine Bürger in der Hauptstadt ja, gewaltsam verhört und das geht natürlich gar nicht. So, wir machen weiter. Und da hinten sehen wir Höllenritter der Streckbank und da sind noch Söldner. Lindsay the Magnificent? Wir Lindsay gehen the mal. Illustrious? Wir machen mal das Lied des Erfolges Almost an. more like Lindsay the Ha! Und was haben wir hier? Die Höllenritter der Schreckbank kämpfen gegen die Söldner. Okay. Also aktuell stehen wir wohl auf der Seite der Höllenritter. Und da hinten noch. Noch mehr Söldner. Okay. Ja gut, Angriff. Schauen wir, wie das dann weitergeht. So, er geht näher ran. Ach so, jetzt einfach auch gegen die Höllenritter. Den Twist habe ich ja gar nicht mitbekommen zuerst. Ja, genau. So habe ich das erwartet, dass wir eigentlich jetzt gegen alle kämpfen. Linz Lied wechseln. Lied der größte temporäre TP. Ja, Nocknock ist natürlich jetzt hier allein nicht ganz so effektiv. Aber das passt schon. Meist gehen die auf Valerie. Ja, die treffen natürlich Valerie nicht. Da müssen sie schon 20 würfeln, also critten. Hey, Valerie Rüstungsklasse 55. Nehmen Sie mal das Lied ausmachen. Er weiß, was an diesem Tag noch alles geschieht. Okay. Ja, gegen die hat man keine Probleme. Wenn die uns angreifen, können wir auch deren, ja, deren Sachen einstecken. Die Ausrüstungsgegenstände, die schauen wir uns an, wenn wir das Gebiet verlassen. Das wird uns dann ja immer angezeigt. Können wir auch mal einmal so machen. Moment. Einmal das anklicken. So. Mal schon so nah am Ausgang ist. Ah, das kennen wir ja vom letzten Mal. Immer Langschwert plus 1, Ritterrüstung plus 1.
wenn wir alles verkaufen. Eigentlich könnte ich die Tränke auch einstecken, die sind immerhin 75 Gold wert. Ah. Warum nicht? Warum nicht? Alles verkaufen. Ja, okay, die Fiolen aber nicht. 5 Gold, 1 Pfund schwer, das lohnt sich nicht. Rutschschwerter. Und ein Holzkrug. Weisheit plus 2. Und ein Langspeer. Okay, gut. Irgendwas wird ja hier noch passieren, mit Sicherheit. Da ist Darwin, okay. So, jetzt aber. Lied des Erfolges. Lynxia und Darwin. Wobei, möchten wir eigentlich einen erfolgreichen Dialog führen? Du beschwörst mal den Würfern. Der Linze macht erstmal Lied des Erfolges an. Also kommt es bestimmt zu einem Kampf. Von mir aus auch direkt gegen beide. Und dann können wir hier den Würfern beschwören. Links ja. Ihr lasst euch also doch noch hier blicken. Gerade rechtzeitig. Ich könnte Verstärkung brauchen. Eine einflussreiche Höllenritterin vom Orden der Schreckbank. Auf der Suche nach Darwin, einem gefährlichen Verbrecher, kam sie in dein Reich. Ja, und wie sie in unser Reich kam. Darwin sagt, welche bedauerliche Wendung der Ereignisse, außer... Darwin grinst. Er möchte vielleicht ein bisschen Gold verdienen. Ein Flüchtling, der vom Orden der Schreckbank verfolgt und schwerer Verbrechen beschuldigt wurde. Bei seiner Verfolgung kam Lynxia in dein Reich. Ja, die eigentliche Option fehlt eigentlich. Die Option... Ihr seid beide böse. Lasst euch gefangen nehmen, legt die Waffen nieder. Das wäre eigentlich die richtige Option, ja. Ein bisschen Gold verdienen auf gar keinen Fall. Neutral gut. Schluss damit. Es ist noch nicht zu spät, die Sache friedlich zu klären. Was ist das? Feigheit oder Verrat? Nun, ich hätte mich nicht auf eure Aufrichtigkeit verlassen dürfen. Höllenritter greift an. Okay, dann haben wir schon mal den Kampf gegen Links, ja. Und was mit Darwin ist, das werden wir dann noch mehr, dann noch sehen. So. Lynxia ja selbst. Stufe 8 Kämpfer, 6 Inquisitor. Und, ja, auf geht's. Auf geht's. Jubilost. Du bekommst
Du buffst dich selbst noch. Auge des Bombenwerfers. Dann wirst du mit Feuerbomben angreifen. Und Lindsay wirkt die Hast. Ruhig auf Harim und Harim geht. Ja. Harim selbst geht ein bisschen nach vorne. Und die Nahkämpfer, die gehen sowieso. Ja. Greifen an. So, Aura des Archonten bei Harim. Und Jubilost hat. Ja. Okay. Da kannst du hier oben nämlich angreifen, da waren ja ganz viele. A clever ploy. So. Jetzt ein bisschen nach vorne. Und Jubilos haut auch ruhig ordentlich rein, richtig? Ja. Knock Knock bekommt Probleme. Okay, aber Daumen sind ja gleich fertig. Und Harim einmal in Reichweite und dann alle einmal heilen. Wir könnten mal hier noch eine Trommel ausprobieren oder sowas. Okay, gut, dann haben wir's. Ja, was ist jetzt mit Lynxia und Darwin? Sind die wieder geflohen? Ne, Lynxia ist tot, okay. Ne. Doch, Lynxia ist tot. Darwin ist gerade wieder aufgestanden. Moment. Erstmal hier den Loot einsammeln. Aufflammen, das Langschwert plus 2. Extra Feuerschaden. Schwerer Schild plus 2. Unsichtbarkeit. Rindenhaut. Noch eine Ritterrüstung plus 4. Das könnte interessant werden. Ritterrüstung plus 4. Resistenzumfang plus 3. Gürtel der Riesenstärke plus 4. Okay, dann wieder der herkömmliche Loot von einem Höllenritter. So, noch ein Schatz. Wobei, das ist ja hier eigentlich auch ein Höllenritter. Eindeutig. So, und jetzt ist Darwin aufgestanden. Okay, schwer belastet. Überlastet. Ja, müssen wir wahrscheinlich ein paar Rüstungen wieder abgeben. Wir schauen uns erstmal an. Überladen. Die Ritterrüstung plus, plus 4. Gesegneter Pfad. Ah, gesegneter Pfad bleibt an. So, aber Valerie, Ritterrüstung plus 2. Ja. Nochmal plus 2 RK für Valerie. Passt, sehr gut. Schwerer Schild plus 2, den wird wahrscheinlich keiner tragen. Ja. Okay. So.
Also Preis absteigen, dann haben wir hier die normalen Catnap mit 25 Pfund. Immer noch überladen. Ah, okay. Schwer beladen, ja. Gut, und dann des Erfolges und reden wir mit Darwin. Darwin steht schweigend und mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck über links des Leichnam. Wenige Augenblicke später grinst er und fährt sich mit den Fingern durch die Haare. Wisst ihr, ich habe so oft von diesem Moment geträumt, dass ich jetzt kaum etwas empfinde. Nach so vielen Jahren ist meine Jägerin endlich tot. Und ich stehe über ihrer Leiche und halte Reden voller Pathos, melodramatischer Weisheit und Eigenlob. Aber wisst ihr was? Sie hat nichts von all dem verdient. Jemand, der ein derart boshaftes Leben geführt hat, kann keinen ehrenhaften Tod sterben. Darwin wendet sich ruhig von links des Leichnam ab, als hätte er bereits vergessen, dass sie überhaupt je existiert hat. Wir haben uns doch nicht auf seine Seite geschlagen. Ihr habt erst eine Abmachung mit mir getroffen, mich dann verraten und mir letztlich doch wieder geholfen. Ich verstehe euch einfach nicht. Darwin sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an, bevor er schließlich aufseufzt. Aber jegliche Hilfe muss vergolten werden. Bitte nehmt diese bescheidene Summe als Entschädigung für eure Mühen an. Mehr kann ich euch leider nicht anbieten. 25.000 Goldmünzen erhalten. Und nun muss ich euch Lebewohl sagen. Bedauerlicherweise kann ich Brianheart unter diesen Umständen nicht gründen. Mein Traum von einem eigenen Königreich wird wohl ein Traum bleiben. Zumindest im Moment. Recht schaffen gut, angreifen. Da ist die Option. Ihr seid ein Verbrecher und Teufelsanbeter. Ich kann euch nicht am Leben lassen. Akzeptiert eure Bestrafung ehrenhaft, wenn ihr könnt. Ihr habt mich vor links hier gerettet, nur um mich jetzt selbst zu töten. Aber warum? Ja, weil wir nicht die Option hatten, direkt gegen euch beide zu kämpfen. Sonst hätte man das gemacht. So. Angriff. So. Irgendwo muss er jetzt hier da. Ach so. Nochmal 25.000. Was? Oder das sind einfach die 25.000, okay. So. Stab, mächtige Unsichtbarkeit. Ja, meistens. Ja, geht das so schnell alles, dass wir gar nicht dazu kommen, Unsichtbarkeit zu wirken. Also, wir haben ja Unsichtbarkeit bereits, aber muss man eine Kampfrunde auch aufwenden. Ja, gut. Ein Rapier. Oder Pierre. 15 bis 20. Kritischer Trefferbereich. Nicht schlecht. Ein Stoß durch plus 3. Ein Kettenhemd. Mitralkettenhemd plus 2. Ja, Mithral wiegt ja nur dann die Hälfte. Deswegen haben wir hier 12,5. Normale Kettenhemden wiegen 25 Pfund. Geschicklichkeit plus 4. Weisheit plus 2. Flinkschrittstiefel. Bewegung plus 10, ja.
Natürlich Rüstung plus 2. Schutzring plus 4, cool. Resistenzumhang plus 4, also Schutzring plus 4 und Resistenzumhang plus 4. Da werden wir mit Sicherheit Abnehmer finden. Und die Flinkschrittstiefel glaube ich auch. Der Rest ist zum Verkaufen. Dann müssen wir gleich wieder gewichtlos werden. Ah, das checken wir ja gar nicht, wie das sein. Okay. So, also. Von 9er halt. Anders. Preis absteigend. Und da haben wir jetzt einen Schutzring plus 4. Ja, sehr gut. Hier haben wir schon einen Schutzring plus 4, okay. Ring des planaren Schutzes. Ablenkungsbonus plus 2 auf DRK und einen Bonus von plus 3 auf Rettungswürfe. Gegen Beschwörungszauber. Ring des Glückes. Einmal testen. DRK geht nach oben. Haben wir jetzt irgendwo einen Ablenkungsbonus bereits auf DRK? Ach so. Ja, durch den Schutzring selber jetzt. Mhm. Und wir verlieren plus 3 Rettungswürfe gegen bei der Schule der Beschwörung. Ring der Sicherheit. Ablenkung plus 2. Ah, das ist, dass Harim direkt eine Zauberresistenz von 14 hat. Ja, okay. Fokussieren zweimal zusätzlich. Das bleibt auch bei Harim. Und bei Linzi haben wir nur einen normalen Schutzring plus 2. Und sie bekommt dann Ring des planaren Schutzes. Das ist okay. So, Resistenzumhang plus 4. Resistenz plus 4. Abaddons Schleier, das die ganzen, ja. Feuer, Kälte, Elektrizität und so. Resistenz plus 15, das bleibt so bei raus. Dann haben wir hier Resistenz plus 4. Harim nur plus 3. Dann kriegt Harim plus 4. Ja. Und ja, okay, dann haben wir das. Gut. Ja, und bei den Waffen, Linzi hat ein Kurzschwert plus 1. Sie könnte wahrscheinlich jetzt scharfe Rapier tragen. Ja, okay. 5 bis 8 Schaden, 15, 10. Falls ihr überhaupt mal im Nahkampf kämpft. Ist ja keine Veränderung. Ach doch, der Crit-Bereich ist natürlich eine Veränderung, ja. Crit bei 15 bis 20, okay. Ja, da müssen wir wieder gewichtlos werden. So. Ah, also eine Ritterrüstung. Gut. So. Was haben wir hier protokolliert? Durch Linzi. Die Geschichte der Auseinandersetzung zwischen David und Linzi endete mit einem vollständigen Sieg unseres Anführers. Man kann aus diesen Ereignissen einige interessante Lehren ziehen.
von Vereinbarungen mit zwielichtigen Personen, insbesondere Mammon, ist dringend abzuraten. Höllenritter sind überaus gefährlich, weshalb man ihnen am besten nicht in die Quere kommt. Und am wichtigsten, unser Anführer ist gefährlicher als sie alle zusammen. Oh Mann, wir sorgen doch hier nur für Gerechtigkeit. Da wer sich nicht mit irgendwelchen Höllenwesen einlässt und unsere Bürger respektvoll behandelt, der hat nichts zu befürchten. Okay. Ja, mal schnell zur Hauptstadt oder zur nächstgelegenen Siedlung. Und weil wir ja wieder flott unterwegs sind. Moment mal kurz. Was? Bewegt nichts. Okay. I'll go ahead. Schwer, aber nicht überlastet. Okay. So, was ist die nächstgelegene Siedlung? Also die Siedlung, die wir hier gegründet hatten, ist da... Die Hauptstadt ist auch nicht viel weiter. Also wir müssen zur Brücke über den Gutschrien und dann von dann zur Hauptstadt weitergehen. Ah, wir gehen zurück zur Hauptstadt. Ah. Erschöpft sind unsere Leute. Alle sind erschöpft, okay. Galtragu, Rutscher einmal halt nur. Ja, gut. Nee. Herzhaftes Essen. Weiter geht's. Einmal nachschauen. Finsternis, hat sich niemand drum gekümmert. Göttlich minus 6. Und ansonsten haben wir keine verfügbaren Ereignisse. Das wird sich dann aber gleich schnell ändern. Wenn wir hier mit Elras gewisse Sachen verbessern. Und dann auf einen Schlag 7 Tage verstreichen. Oder vielleicht sogar 14. So, erstmal zum Hauptplatz die Sachen verkaufen. Und danach zum Thronsaal. So, Preis absteigend. Den Dolch verkaufen wir. Aufflammendes Langschwert plus 2. Ah, da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Natürliche Rüstung plus 3. Ah. Rüstungsarmschienen plus 4 kommt weg. Und hier die Gürtel, die plus 4 geben, kommen auch weg. Essenzmann plus 3 kommt weg.
Na, den Bogen, den brauchen wir vielleicht noch, wenn der Kunde mal wieder mitkäme. Mithralkettenhemd plus 2. Nein, kommt weg. Schutzring plus 2 brauchen wir nicht mehr. Stabmächtige Unsichtbarkeit könnte interessant werden. So. Ja, jetzt wissen wir ja, das wird alles immer weniger wert und dann müsste man da nicht mehr so viele Bedenken haben. Die Flingschrittstiefel, ja, da guckt man nochmal nach. Die Ritterrüstungen kommen auf jeden Fall weg. Was haben wir hier eigentlich? Violettwurmfleisch, ja, da haben wir auch irgendein Rezept für, meine ich. Guck mal her, wir sind schon bei 61.000. Die Kettenhemden. Hab ich jetzt irgendwas? Nein, alles gut. Ich glaube, den einen Stab, den können wir auch mal verkaufen. Gleißendes Licht. Aber Stufe 5. Ah, kommt weg. Krank Rindenhaut. Brauchen wir nicht. Schinkende Wolke. Zauberstufe 5. Kommt dann auch weg. Schwere Wunden heilen. 27 Mal. Ah, verkaufen wir die Hälfte von. Wobei schwere Wunden heilen. Ne, schwere Wunden heilen kommt dann nochmal zurück. Mittelschwere Wunden heilen würden wir nicht würden wir dann verkaufen. Ah, machen wir es anders. Achso, hier sind noch Helme, okay. Wir sortieren gleich nochmal nach Gewicht. Und dann haben wir da auch so Stacks bei Metalltränken und sowas. Jetzt gilt nach Gewicht. Ja, hier mittelschwere Wunden heilen. Da verkaufen wir einfach mal 30, das sind 15 Pfund. Jetzt haben wir die schweren Wunden heilen. Okay, hat sich anders sortiert. Und dann war den Trank teilweise Genesung, den behalten wir. Ah, 15. Nee, wiegt ja auch alles. Heute so viele braucht man nicht. Fluchbrechen. Oh, Flüche, wenn wir irgendwann mal Probleme mit Flüchen kriegen, dann lassen wir das ruhig mal. Bullenstärke. Kann ich komplett weg. Ah. Katzenhafte Anmut kann weg. Das sind immer Verbesserungsboni und da haben wir dann schon entsprechende Werte und. Ah. Ringender Strahl kann komplett weg. Leichte Heiltränke können weg. Okay. Gut, dann sind wir jetzt bei 180 Pfund wieder. Genau, Ramsch verkaufen. Haben über 100.000 Gold. Sehr gut. Einmal schnell speichern. Achso, die Flingschrittstiefel. Ah. Valerie trägt keine Stiefel. Das wäre doch mal eine Idee. Valerie bekommt noch die Stiefel.
Und ist dann sogar am schnellsten. Sehr cool. Ja, sie hat ja mittlerweile die Fähigkeit, dass sie ein Turmschild tragen kann, ohne dadurch verlangsamt zu werden. So, einmal zum Geschichtenerzähler. Vielleicht, haben wir da irgendwas Neues, also was Komplettes. Okay. Artefakte überprüfen. Okay. War er auch selber mit dem langen Schwert? Ja, kritischen Trefferbereich vergrößern oder dann halt mal auf den Feuerschaden mitnehmen. Wir haben halt auch noch ein separates Langschwert ausgerüstet. Ah, kritischer Trefferbereich verdoppelt oder halt hier extra Feuerschaden. Und halt eine plus 2 auch, ne? Ja komm, wir rüsten das, das eine Schwert hier aus. Ah, okay. Gut. So, und dann kümmern wir uns um unser Königreich. Und da haben wir ja jetzt hier verschiedene Regionsprojekte. Und ich werde mal für die nächste Folge, dass es auch für euch ein bisschen schneller geht, BP kaufen, BP investieren und sobald wir dann hier auf Ereignis starten klicken und die 7 Tage beginnen, hole ich euch dann wieder dazu. Und dann tauchen ja bestimmt weitere Events auf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.